Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier beim Ding. Ups. Ich wollte eigentlich die Echsen treffen und nicht die Harpien, aber gut. Gut, Biff. Jetzt wiederholt sich das Ganze hier so ein bisschen. Schauen wir doch mal, ob wir diesmal nicht die Echsenmenschen klein kriegen. Ups. Naja, das sieht aber gut aus. Ich habe diesmal immerhin Biff nicht getroffen. Und ich habe immerhin 3 Zauber auf einen Echsenmenschen gemacht. Und mit etwas Glück hat Biff auch genau den angegriffen und zuerst umgelegt. Und nicht erst denjenigen, der noch mehr aushält. So, sehr schön. So muss das. Vielen Dank, Biff. Vielen Dank. Du bist halt doch zu was zu gebrauchen. Im Gegensatz zu manch anderen Leuten. So, dann heile ich mal eben hier meinen Mana und mein Leben wieder hoch. Und dann frage ich mich allerdings, warum Biff jetzt nicht etwas Heilung möchte von mir. Klar. So. Weil, ich schätze mal, ich werde... Brauchst du Heilung? Klar. In nicht allzu ferner Zukunft wieder zu ihm rennen. Klar. Da heile ich ihn lieber vorher hoch. So. Gut. Immerhin, 2 sind weg. Das heißt, das ist doch mal glatter Grund zu speichern. Sicher ist sicher, ne? Ich hab oft genug nicht gespeichert und es ging schief. Das muss nicht nochmal sein. So, da oben war eine Harpie, habe ich gerade gesehen. Die habe ich auch sogar angezaubert. Das, mit denen komme ich, glaube ich, zurecht, ne? Die hatte ich in der Erweiterung schon. Das heißt, wenn ich die jetzt mit einem Zauber schwäche, dann sollte das erst recht funktionieren. Ja, siehst du mal. Guck mal, die halten ja nichts aus. Na, komm her. Naja, okay, die halten nichts aus. Machen wir das mal eben so. So, das trifft dann immerhin beide. Genau, wobei ich eigentlich gehofft hatte, dass ich alle 3 auf einmal erwische. Aber gut, was soll's. Was soll's. 110 Mana habe ich verschwendet, verbraucht, gebraucht, wie auch immer. Feuerkraut, ne? 10er-Kraut habe ich leider nicht mehr. Und an Lebensenergie fehlt mir 25. Wie heile ich 25? Ich habe doch Beeren. Haha. Die müssen ja langsam mal weg. Wobei ich ja schon stolz auf mich bin. Das waren ja, glaube ich, mal 90 oder so. Das heißt, ich habe jetzt schon die Hälfte rund weg. Haben die eigentlich was dabei? Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nee, die kann ich nicht ausnehmen. So, aber auch hier gilt, Kampf geschafft, eine Runde speichern. Da kenne ich nichts, da bin ich hart. Das mache ich jetzt einfach so. So, die Felsenfestung heißt das Ding hier. Jetzt fällt es mir wieder ein. Da komme ich nicht weiter. Oh, da grunzt irgendwas. Hört ihr das auch? Ich höre da was. Echsenmensch, Echsenmensch. Oder ist noch ein Golem? Oh je. Heiltrank. Verdammt! Das war die falsche Taste. Das passiert, wenn man die Zauber umlegt auf andere Tasten. Ich habe gerade den Feuersturm auswählen wollen, damit ich Flächenschaden mache. Und habe dabei meinen Zauber einfach weggesteckt. Ach, kommt schon, hört auf! Ja, so ist gut. Stehen bleiben. Okay, das wird so nichts. Nichts speichern, nichts speichern. Wir laden hier bitte einmal. Und dann... Tja, was mache ich dann? Ich glaube, ich hau da mit einem Feuersturm rein. Da mache ich schön Flächenschaden. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob 4 Feuerstürme reichen. Aber ich bin bereit, es auszuprobieren. Nicht wirklich. Kann ich noch einen machen? Nee, ne? Wir haben genau 5 Mana. Ach, Mist. Komm halt her. Uah, 3 auf einmal. Vergiss es. Vergiss es. Mit 3 komme ich nicht zurecht. Mit einem hätte ich mich jetzt angelegt, aber nicht mit 3. Nee. Naja, gut. Ich kann es ja auch so machen. Ich schnapp mir jetzt einfach wieder ein bisschen Mana.
dann vielleicht noch etwas Heilung, so grob geschätzt 270er. Ja, das reicht fürs Gröbste. Kommt noch ein 50er hinterher. Das reicht vollkommen aus. Und dann haue ich jetzt mit Blitzschlag vielleicht doch ein oder zwei klein. Na, wenn sie so ein bisschen angeschlagen sind, reichen ja drei Blitzschläge aus. Das ist ja das Schöne. Genau, da habe ich schon mal... Da habe ich schon mal was verkackt. Ups. Okay, da hatte ich mich verschätzt. Ich dachte, das geht schneller. Also ich dachte, dass ich schneller Mana trinken kann. Nicht, dass ich schneller herkomme. Offensichtlich. Was? Was? Warum? Ich verstehe das nicht. Nein. Warum? Warum zielt er und schießt dann aber vollkommen daneben? Ich verstehe das nicht. Das ist dumm. Jetzt bleibt halt mal stehen. So. Siehst du, geht doch. So. Wunderschön. Allerdings brauche ich jetzt ordentlich Mana erstmal. Nämlich so. Und dann brauche ich auch ordentlich Heilung. Habe ich gerade echt rohes Fleisch gegessen? Dann bin ich blöd. Eine Beere erstmal. Dann sind wir immerhin schon mal bei der ungeraden Zahl. Und dann zweimal rohes Fleisch. Dann habe ich die drei hinten. Sehr schön. Dann die 70. Moment. Genau, und jetzt so und so. Nein! Das war blöd. Moment. 130 brauche ich. Naja, das sind 70. Und 50 macht 120. Und dann zwei Beeren. Passt doch. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Und wegen dem Mana-Verbrauch mache ich mir gerade auch überhaupt keine Sorgen. Ich habe ja schließlich vor einigen Folgen in weiser Voraussicht ganz viel Tränke gekauft. Sowohl für Leben als auch für Mana. Ich glaube, die reichen noch für eine Weile. Hoffe ich jedenfalls. Aber ich denke schon. Mann, ist hier blutig. Wer macht denn so einen Massaker hier? 18.27 Uhr, es wird bald dunkel. Oh mein Gott. Ja, das Schöne ist, ich kann mich einfach zurückteleportieren. Das Blöde ist, ich kann mich nicht wieder herteleportieren. Also ich sollte möglichst das hier schaffen. Auf Anhieb. Wobei ich echt mich frage, wie ich den Drachen alleine schaffen soll. Naja, das tut ja nicht weh, hier wegzulaufen. Ich meine... Ups. Was? Kannst nicht mehr zaubern? Ach was, guck mal einer an. Der Golem kann die Kante nicht runter. Ha, das ist ja praktisch. Ich würde mal sagen, das führt zu seinem Verhängnis. Verdammt, verdammte Axt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Ne, da bin ich tot. Oh mein Gott. Wieso kommt der plötzlich runter? Und warum hat der zweite... Da! Das gleiche Problem wieder. Ich habe gezaubert und obwohl er anvisiert war, hat es nicht getroffen. Finde ich ja nicht so toll. Nun denn. Das ist sicherlich ein lösbares Problem. Ich fürchte nur, ich werde hier in dieser Felsenfestung noch einige Folgen mir die Zähne ausbeißen, weil ich mich da Stück für Stück vortasten muss und dann wieder ein bisschen zurück und heilen und wieder vor und wieder zurück. Und ihr wisst ja, die gute alte Taktik, zwei Schritte vor, ein zurück. Nichts anderes tue ich hier letzten Endes. Ich gehe zwei Schritte vor, lock irgendwelche Gegner an und gehe einen Schritt zurück, lock sie raus, besiege sie. Ne, und so. So, du Echsenmensch, dann komm mal her. Lass dich mal besiegen. Ach, was haben wir denn hier? Guck mal, da ist eine Spruchrolle. Kann ich denn den Golem eineisen?
Nein. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, hep. Ups, warum kommt er runter? Was? Nicht hauen, nicht hauen. Fliege ich weg? Kommt er denn hoch? Ha, wo er auf jeden Fall nicht hinkommt, ist hier oben. Haha. Siehst du mal, eine, was haben wir hier? Eine Belegnadel. Belegnadel, ein goldener Ring. Okay, zwei Tränke. Was ist denn bitte eine Belegnadel? Oh, Moment, kann ich da hoch zum Drachen? Sieht so aus, hä? Nun denn, ich brauche jetzt mal wieder Mana. So, 100. So, Golem. Wo bist du? Da bist du. Haha. Abstand hochzuklettern. Das heißt, nach meiner These dürfte er hier nicht hochkommen. Sehr schön. Das klappt ja vorzüglich. Das heißt, ich kann ihn jetzt einfach mit dem letzten Blitzschlag umlegen. So ist es. Da ist nichts zu holen. So, und jetzt schaue ich mir doch mal in Ruhe an, was denn diese Belegnadel eigentlich ist. Wo haben wir das? Oh, ein leichter Fisch. Was ist da drin? 3 Dietriche, alles klar, die nehme ich gerne. Kratze Perle, Bestes Weines, Diegos Lederbeutel, den will ich nicht öffnen, der ist für Diego. So, wo ist die Nadel? Das ist Stahl. Wo ist bitte die Belegnadel? Trollfell, rote Steintafel, Feldräuberzangen, Knochen. Hä. Naja, okay. Jetzt blöd. Bergkristall. Hab ich ja schon nicht verlesen, oder? Sie ist schon Belegnadel. Ich gehe da mal alle gerade durch und schau unten. Aber nee, hä? Ich sehe es gerade nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, vielleicht ist es hier oben irgendwas bei den Pfeilen oder so. Oder eine Waffe vielleicht? Nö. Doch, da! Da, ach, da! Das ist eine Waffe. Das ist so ein Knüppel mit Nägeln oder so. Oh mein Gott, ist das dumm. Ich dachte, das wäre irgend so ein, so eine Brosche oder sowas. Ne? So eine Nadel, die man in die Kleidung steckt. Wo finde ich hier so eine miese Waffe? Was soll ich hier damit? Naja, immerhin. Nichts zu holen. Ein Bergkristall. Ich gehe nochmal kurz ins Inventar. Sorry, dass es langweilt. Falls es langweilt. So, ich will nämlich schauen. Die Echse ist hier oben rumgelaufen. Ich will gucken, ob es hier irgendwas für mich gibt. Aber nö, hier ist nichts. Aber hier ist was. Noch ein Lederbeutel, noch eine Spruchrolle. Ach, guck mal hier hinten. Ein paar Tränke. Die nehme ich doch gerne mit. Ich denke, die werde ich brauchen. Ich weiß, da drüben im Eingangsbereich war auch noch einer. Aber da ist auch ein Echsenmensch in der Nähe. Und ich würde jetzt gerne erstmal diese Seite hier vervollständigen. Naja, so viel dazu. Komm her. Machen wir das mal eben so. Ach, das sind 2. Das Blöde bei den Harpyien ist halt leider, dass ich sie nicht wirklich treffe, weil sie so gut fliegen. So richtig viel aushalten können sie nicht. Das genug Schaden machen ist ja nicht das Problem, sondern das Treffen. So, jetzt bin ich doch wieder im Eingangsbereich, genau. Wenn ich jetzt weiter hier vorgehe, dann sieht mich die Echse, die auf der rechten Seite dann steht. Und wird mich angreifen. Was schnaubt hier? Keine Ahnung was. Schauen wir doch erstmal die Truhe an. Ich suche die Truhe. 250 Gold, ein Beil, ein Gletscherquarz und eine Laborwasserflasche.
Schön. So, hier ist nichts. Hier ist ein Alchemietisch. Hier ist ein Hebel. Ich fürchte, da kommt das, was schnaubt, raus. Deswegen lese ich erstmal die Bücher. Vielleicht kriege ich ja Erfahrung. Jagd und Beute. Nein, keine Erfahrung. Und hier. Tränke permanenter Veränderung und ihre Zutaten. Nein. Auch keine Erfahrung. Schade. Wie gesagt, ich fürchte, dass das, was schnaubt, hier rauskommt, wo auch immer das rauskommen soll. Ach, guck mal. Okay, und was ist da jetzt drin? Was schnaubt hier so? Ein Dämon. Ich hab gespeichert. Oh, ich kann ihm genau gar nichts antun. Und er mir ziemlich viel. Könntest du bitte mal draufhauen? Nee, okay. Gut, hätten wir das erledigt. Hätten wir das geklärt. Das funktioniert nicht. Mit dem Dämon brauche ich mich gar nicht erst anzulegen. Zumindest so schwach, wie ich jetzt gerade bin, noch nicht. Und ich habe übrigens mal wieder den falschen Spielstand geladen. So. Wie kriege ich den Dämon klein? Warum? Warum mache ich ihm keinen Schaden? Na, ist eigentlich vollkommen egal. 4 Schläge und ich bin tot. Also, so oder so. Ich könnte ihn vielleicht einfrieren und dann mit meiner Waffe. Ja, das probiere ich mal wann anders, aber nicht jetzt. Ich merke mir einfach, dass hier ein Dämon ist, wird's wieder vergessen. Und dann könnt ihr mich irgendwann dran erinnern. Mir einen Kommentar schreiben. Ups. Ich dachte, ich hätte noch mal Mana für einen mehr. Der Trick ist, zu schlagen, gerade wenn er zuschlagen will. Dann wird sein Angriff abgebrochen. Gar nicht erst blocken. Direkt draufhauen. So ist es. Gut. Hätten wir das geklärt. Böse Echse und ich. Also die Echse und ich, wir haben es jetzt geklärt unter uns. Ja. So ist das. Wie viel brauche ich? Ich glaube 3 oder so, ne? Ja, genau. 15 Lebenspunkte. Ja, Mann, das ist der Dämon. Man hört ihn so ein bisschen auf der rechten Seite. Liegt hier was? Nö. Vielleicht sollte ich wieder einen Fernkampfzauber ziehen, damit ich hier rechtzeitig gewarnt werde, wenn ich auf einen Gegner zu laufe. Andererseits kann ich auch einfach eine Fackel ziehen, denn das hier scheint ein totes Ende zu sein. Und es gibt hier eine Fischsuppe, die ist bestimmt noch gut. Eine Folteraxt. Da ist nix. Da ist auch nix. Ein Kraut. Und ein Lederbeutel. Und eine Spruchrolle. Das Schade ist... Naja, das Schade ist, genau, gutes Deutsch. Sehr gut. Ich finde es schade, dass man beim Aufheben nicht sieht, was für eine Spruchrolle das ist, weil das würde das Ganze doch ein bisschen einfacher machen. Ich will jetzt mal hier gerade die durchgehen, die ich habe, und zwar die, die ich einzeln habe. Windhose hatte ich schon. Verwandlung Riesenratte hatte ich, glaube ich, noch nicht. Die ist wohl neu. Skelett erschaffen hebe ich mir auch für die Rune. Blitzschlag habe ich. Eiswelle klingt gut, hatte ich aber, glaube ich, vorher auch schon. Ja, damit habe ich wohl nicht wirklich viele Zauber dazu gekriegt. Okay, also abgesehen von dem Dämon gibt es jetzt hier unten nichts mehr. Und da es gerade dunkel wird, würde ich jetzt dann auch mal sagen, lassen wir das hier erstmal das hier sein. Ich schätze mal, zum Drachen geht's nach oben. Und genau, Fackel wegstecken, ab zur Burg und dann würde ich eigentlich sogar schon fast sagen, ich habe 21 Lernpunkte. Ich kann meinen Mana um 5 Punkte steigern. Ich würde eigentlich sagen, ich gehe schnell zurück ins Kloster, steigere meinen Mana um 5 Punkte. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielleicht kurz im Kloster, weiß ich noch nicht. Ich denke, das langweilt eigentlich nur. Ich meine, ihr wisst, was ich tue, oder? Ich gehe zurück zum Kloster, ich komme wieder hierher. Ja, das muss man, glaube ich, nicht sehen. Das ist nicht so spannend.
Gut. Dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.